Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei lstutorials.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema Bodenbearbeitung. Das heißt, was muss nach der Ernte auf dem Feld gemacht werden? Und dazu hat Marc uns ein bisschen was vorbereitet. Hallo Marc. Hallo zusammen. Ja, Bodenbearbeitung. Im Prinzip ist es so, ne? Das Feld ist geerntet, das liegt da brach, Genau. Stoppel ist gemacht worden, vielleicht ist sogar noch ein Stoppelsturz mit einem Mulcher oder so gemacht worden. Das Bearbeiten von Feldern mit Mulchern, das ist um, in der Re also in der Realität geht es darum, bestimmte Keimlinge, bestimmte, ja, wie nennt man Schädlinge auch auszumerzen. Da gibt es irgendwie so ein, wie heißt das Viech, was im Mais rumhüpft? Der Maiszünsler. Ja, der Maiszünsler. Ja, und natürlich der Vorbereitung. Ja, aber darum geht es mal nicht, sondern wir wollen gucken, wie kriegen wir denn den Boden so vorbereitet, dass wir später mit einer Sämaschine, die keine Direktsaatsämaschine ist, da reinfahren können und was es da für Möglichkeiten gibt, wie sich die Möglichkeiten unterscheiden und welche unterschiedlichen Effekte sie auch auf das Spiel bzw. auf die Felder haben. Für diejenigen, die aus der Landwirtschaft kommen, es geht hier nicht primär um die hundertprozentige realistische Darbietung, sondern es geht darum, wie reagiert der Landwirtschaftssimulator auf diese Bodenbearbeitung. Und ja, das machen wir jetzt und wir fangen mit dem wohl bekanntesten Gerät zur Bodenbearbeitung an. Ist auch so, wahrscheinlich auch das älteste Gerät, ne? Also jetzt nicht dieses hier, aber so ein Pflug mit einem Schar, der hinter einem Ochsen hergezogen wird. Das ist so Genau. das berühmteste und ja, auch ein sehr tief arbeitendes Gerät, ne? Das muss man schon sagen. Ja, das ist richtig. Ja, hier haben wir jetzt einen von Agromarsch. Es gibt einige Flughersteller natürlich auch im LS25, darunter natürlich auch wieder Lemken und auch verschiedene Flugarten. Wir können dann mal hier reinspringen in die Bodenbearbeitung. Das seht ihr auch unter Fahrzeuge Bodenbearbeitung. Das ist so die Liste, die wir uns heute angucken. Und da seht ihr auch, da gibt es halt auch zum Beispiel so einen Flug mit diesen unterschiedlichen Flügelscharen. Ja, das ist eine neue Entwicklung, die ist seit einigen Jahren. Ich glaube, Lemken hat sogar damit angefangen, aber einige andere Anbieter haben auch nachgezogen. Aber am Ende des Tages macht es nichts anderes. Es ist wohl nur so, dass die konnten auch nur gebaut werden, weil der Härtungsgrad halt größer ist. Aber die brauchen dann auch etwas weniger Power vom Traktor, weil da auch so ein bisschen Druck auf der Erde durchgeht. Aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen, sondern wir wollen den Flug hier mal in den Boden setzen. Ich würde mal einsteigen, Marc. Ja, bitte. Ich gehe mal ein Stück beiseite, bevor ich den hier mitkriege. Ja, das wollen wir auch nicht. Und da kommen wir auch direkt zu einer Besonderheit, liebe Zuschauer. Und für die, die mit dem Landwirtschaftssimulator anfangen, es gibt die Möglichkeit, auch Felder zu erstellen. Also in der Regel könnt ihr nur auf diesen Bereichen, die hier so abgegrenzt sind, könnt ihr ackern. Das heißt also, auch wenn ich jetzt hier hinten anfange zu pflügen, ich senke den mal hier in den Boden rein. Das Gewicht Ja, ich habe vorne. es gerade gesehen. So, also ich senke den Pflug und ihr seht, ich ziehe den hier durch, da passiert hier gar nichts. Aber ich könnte mit der Option Felder erstellen zulassen, das geht hier oben, das seht ihr da in dem F1-Menü, kann man das aktivieren und dann könnte ich daraus ein Feld machen. Aber das möchte man natürlich nicht immer. Der Flug ist aber derzeit die einzige Möglichkeit im Standardspiel, das zu tun. Es gibt kein anderes Gerät, das das im Grundspiel kann. Ne? So, wenn ich jetzt den Flug senke, dann seht ihr schon, dann passiert hier was und dann wird er entsprechend eine Furche ziehen. Ihr könnt das aus der Innenansicht natürlich entsprechend nutzen. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr halbwegs gerade kommt. Ihr könntet hier das Guidance Steering auch mit benutzen, um gerade Bahnen zu ziehen. Aber grundsätzlich seht ihr, was da passiert. Und er zieht hier auch wirklich eine schöne tiefe Furche rein. Da fahren wir gleich mal durch zurück. Das sieht dann auch schon sehr, sehr cool aus. In der Regel wird immer auf einer Seite vom Feld angefangen. Und
dann grabt ihr quasi die Furchen immer Richtung der Seite, wo ihr angefangen habt. Das ist so das übliche Arbeiten damit. Aber das macht keinen Unterschied für den NS. Ob ihr das jetzt sauber macht, ob ihr jetzt den Flug dreht oder nicht, ist da irrelevant. Das hat nur ein bisschen was mit dem Realismusgrad zu tun, wie man damit eben arbeiten möchte. Und hier können wir jetzt schön durch die Furche fahren, das Rad schön runtersetzen. Und dann legen wir die Furche auf. Und das kann man auch schön tatsächlich hier aus der Innenansicht. Sieht man schön in die Furche rein. Das finde ich cool. Also, dass es da jetzt diese Furche im LS25 gibt, das ist schon eine sehr, sehr coole Lösung. Ja, Marc, wir sehen jetzt hier tatsächlich, dass der Flug auch Steine nach oben holt. Ja, richtig. Und das unterscheidet den Flug auch unter anderem von anderen Möglichkeiten der Bodenbearbeitung, ne, was er hier tut. Genau, das ist also sozusagen ein Nachteil, in Anführungsstrichen, des Fluges, dass er hier natürlich, ich sag mal, relativ große Steine nach oben holt, die man dann natürlich am besten noch vom Feld entfernt, bevor man mit dem nächsten Gerät drauf fährt, weil es da halt sonst zu Beschädigungen der Geräte kommt. Genau, also die Steine sind entsprechend, sie beschädigen die Geräte, ihr könnt die Steine irgendwie wegfahren, ihr könnt Steine vom Feld aufsammeln mit entsprechenden Geräten. Ihr könnt natürlich auch das Steine-Sammeln komplett deaktivieren. In den Spieleinstellungen gibt es Möglichkeiten, um das auszuschalten. Dann holt er gar nicht erst Steine nach oben. Richtig. Also die Steine-Sammler sehen wir nachher nochmal. Genau. Sonst zum Vorteil des Flügens natürlich, wenn man pflügt, bekommt das Feld bei dem nächsten Ansaat oder bei der nächsten Ernte kein Unkraut. Also man hat dann wirklich so tief gearbeitet, dass das Unkraut nicht wachsen kann und das dann hier nicht aufgeht. Man braucht sich da also nicht drum kümmern. Genau, also wirklich gar kein Unkraut, was dazu kommt. Das heißt, ihr braucht keine Herbizide, um da was zu bekämpfen. Ihr braucht nicht mit einem Striegel rüberfahren oder sonst irgendeine Unkrautbekämpfung durchführen. Das wächst einfach dann gar kein Unkraut. Wie gesagt, Realismus gerade ist einmal dahingestellt. Und in der Realität ist es natürlich so, dass man nicht unbedingt immer den ganzen Boden umgraben möchte, weil damit natürlich auch Bodenkultur zerstört wird. Die Regenwürmer und alles, was sich da angesammelt hat. Und das Verarbeiten von dem letzten Häckselgut, was aufgefahren wurde oder sonst irgendwas, all das ist damit natürlich ein wenig zerstört. Aber das sind philosophische Fragen, die hier im LS25 wirklich nicht zu suchen haben. Die brauchen hier nicht hin. Fakt ist, mit diesen tiefen Bearbeitungsmethoden, da kommen wir gleich noch zur nächsten, Flügen, Tiefenlockern und Spaten, ne, diese Spatmaschine, damit kommt kein Unkraut zutage. Das sind die drei Optionen, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ich würde sagen, dann lass uns auch mal zur nächsten rüberspringen, oder? Ja, was noch zum Flügen noch zu sagen ist, das kann man ja auch ein- und ausschalten, ob man flügen muss sozusagen. Und zwar ist das immer der Fall nach den Wurzelfrüchten. Genau, und Mais auch, ne? Genau, also Mais und Zuckerrüben sind es, glaube ich, und Kartoffeln. Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, danach muss dann, und auch eine Pastinaken, rote Beete, Mohrrüben, also Karotten, all das sind die Früchte, nach denen gepflügt werden muss, wenn ihr das anschaltet. Könnt es auch ausschalten, dann muss das eben nicht gemacht werden. Ihr könnt es dann trotzdem tun, zum einen, um das mit dem Unkraut halt euch wegzunehmen, und zum anderen bräuchtet ihr den Flug natürlich auch, um Felder zu erstellen. Ja. Und wenn man es nicht tut, ist es natürlich auch nicht so schlimm. Also die nächste Frucht wächst dann auch, aber man kriegt dann halt einen gewissen Abzug, dass man nicht geflügt hat. Der Ertrag ist dann nicht ganz so hoch. Genau. Ihr könnt das Pflügen auch rauslassen, aber dann fehlt ein wenig Ertrag, in der Tat. So, was haben wir hier jetzt für ein spannendes Gerät? Das sieht ja völlig anders aus. Exotischeres, genau, das sieht man eigentlich relativ selten. Ich habe es auch in echt noch nie gesehen und
Hier auch relativ selten. Das ist eine Spatenmaschine. Also die kann man sich wirklich vorstellen, dass sie wie mit einem Spaten die Erde umgräbt. Ja, und vom Prinzip her das Gleiche bewirkt wie ein Flug. Also zumindest hier im LS das Gleiche bewirkt. Okay, dann würde ich sagen, wir können sie mal einmal anheben, dann seht ihr das. So, willst du mal eben einsteigen, weil der Motor ausgeht, wenn ich. Ja. Dann kann ich mir das mal eben. Mach die mal einmal, genau. Also seht es, das ist tatsächlich eine. Ja, viele kleine Spaten, die dann die Erde eben nach oben holen, umgraben. Dann setzt die doch mal runter. Und dann fährst du mal ein Stückchen, beobachten wir das mal von außen. Was habe ich vorher noch sonst? Sehen wir schon, das ist auch schön mit der Animation gemacht, dass das wirklich umgehoben wird. Ne? Und hier hinten seht ihr, was da rauskommt. Dadurch, dass die Räder hier direkt drüber fahren, wird auch der Boden eigentlich sofort wieder gepackt. Das heißt, die haben natürlich weniger Probleme mit Erosion. Da hinten beim Pflügen, da sind die, werden die Furchen halt groß. Aber auch das ist für den Landwirtschaftssimulator völlig irrelevant. Der kennt in der Form noch keine Erosion. Aber ihr seht, hier werden schon relativ große Steine auch hochgeholt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also was man hier sehr schön sehen kann, hier sind die Steine auch noch mal größer wie beim Pflügen, weil der Eingriff noch mal ein bisschen tiefer ist oder ein bisschen extremer ist und wird dadurch noch größere Steine halt verdeutlicht. Genau. Okay, dann haben wir hier schon den nächsten der Bodenbearbeitungs. Bereiche. Ja, der ist aber elegant rumgezirkelt. Hab übrigens auch einen Fehler hier gesehen. Hast du das auch gesehen? Ja, die Zapfwelle ist da nicht angeschlossen, ne? Ja, genau. Da scheint es irgendwie ein Problem zu geben. Ja. Ja. Das kann aber jetzt sein, ich hatte jetzt bei dem John Deere hier, das ist die US-Version, Ja. deswegen hat die hinten auch so eine, in Anführungsstrichen, komische Dreipunktaufnahme. Ja. Die sieht in der EU-Version etwas anders aus, vielleicht liegt es auch daran. Ja, kann sein. Aber er funktioniert. Ja, genau. Die Zapfwelle überträgt. Ist die am klassischen Die Siemens Lufthaken aufgehängte Zapfwelle. WLAN-Zapfwelle. Ja. Ah, guck mal, da sieht man auch schön, dass die Räder tatsächlich hier, also der Traktor hat einiges zu tun. Ich denke, der ist an der Belastungsgrenze. Da drehen immer wieder mal die Räder auch durch. Ja, also dadurch, dass man halt so eine tiefe Bearbeitung macht, braucht man da natürlich auch entsprechend Kraft dafür, Ja. ne? Also das ist dann nochmal entscheidend auch für die Wahl natürlich der Maschine, je nachdem, was ich für Traktoren ich dann auf dem Hof halt zur Verfügung habe, ne? Genau, ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal die nächste Kategorie uns angucken. Das ist jetzt tatsächlich was für Höfe, die eben nicht so schweres Gerät ziehen können, nicht so schwere Maschinen ziehen können. Übrigens so ein Flug durch den Acker ziehen, das ist auch ein Riesenaufwand, das braucht schon auch sehr viel PS. Und jetzt kommen wir hier zu einem Grubber und das ist sogar ein Flachgrubber, das heißt eine sehr flache Bodenbearbeitung. Gerade so, dass es reicht, um ein Saatbett zu haben. Ne, zieht die Zinken hier eben durch den Boden. Und hier hinten ist, glaube ich, noch so eine. Es wird einfach noch mal ein bisschen glatt gezogen. Die Klutten werden einfach noch mal ein bisschen klein gezogen, sodass da ein ordentliches Saatbett zustande kommt. Und von dieser Art gibt es auch verschiedene. Wir gehen mal in den Shop dazu. Und da seht ihr, da gibt es hier die Grubber. Und es gibt die Flachgrubber. Das seht ihr unten in dieser Beschreibung. Da steht dann immer drin, was es ist, ob es ein Grubber oder Flachgrubber ist. Und ihr könnt eigentlich so ein bisschen sagen, dass der Grubber, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Grubber mit 110 PS, der kann 3 Meter. Der Flachgrubber, auch 110 PS, der kann dann 4 Meter. Das heißt, durch die leichtere und nicht so tiefe Bodenbearbeitung kann man mit weniger PS auch eine höhere Breite ziehen. Das ist sicherlich dann ein Vorteil, das sieht man dann relativ schnell. Und ja, hier ist es, gibt sich das sogar am Preis. Da ist der Preis sogar günstig. Ich glaube, das könnte man auch fast durchgängig sagen.
dass man mit flachen Grubbern halt auch günstiger unterwegs ist. Jetzt. Das Ganze schlägt sich natürlich dann auch in den beiden anderen Themen wieder, nämlich bei den Steinen und bei dem Unkraut. Also mit dem Flachgruber hole ich wesentlich kleinere Steine hoch hier im LS, die ich dann beseitigen muss. Und beim Unkraut ist der Flachgruber auch nicht so wirksam wie der normale Gruber. Genau, das heißt also im Prinzip so gegenläufig. Ne? Je weniger und kleinere Steine ich habe, desto mehr Unkraut habe ich dann aber auch. Ja. Und stärkeres Wachstum und umgekehrt, wenn ich gar kein Unkraut habe, ziehe ich auch hohe Steine, große Steine nach oben. Also das ist dann so ein Thema. Genau. Genau. Bei den Grubbern gibt es sehr unterschiedliche Arten. Das liegt aber an den Herstellern, was die haben. Dann haben die Zinken, dann haben die vielleicht noch Scheiben hinten dran, dann haben die Striegel zum Glattziehen oder die kommen nur mit Zinken daher oder nur mit Scheiben. Es gibt auch Scheibeneggen, die dann was tun. Aber im Prinzip ist das, ich weiß, das darf ich den Landwirten so nicht sagen. Für den Landwirtschaftssimulator ist es aber egal, bis auf diese Tiefenbearbeitung, ne? Flachgruber eben. Dann sehr flach, genau wie Scheibeneggen, auch die arbeiten sehr flach, Ja. sind aber dann sehr, sehr groß. Da haben wir hier zum Beispiel die größte einfach mal mit 18,4 Meter oder hier haben wir eine mit 17 Meter. Die brauchen dann natürlich aber aufgrund ihrer schieren Größe schon auch einiges an PS, um das durch. Aber es würde keinen normalen Grubber mit der Tiefe auf der Größe geben. Das funktioniert einfach nicht. Das seht ihr auch hier im Spiel. Jetzt muss man gucken, was ist der größte Grubber, den wir hier haben. Der geht auch auf 18 Meter mit 630 PS. Aber das ist schon ordentlich. Da zieht ihr dann schon noch einiges durch. Bearbeitungsgeschwindigkeit hier 15 km/h und ich glaube auch so unterscheiden sich die Scheiben eigentlich. Ich meine, die sind ein bisschen schneller mit 18 km/h unterwegs. Das heißt, da habt ihr auch so einen Unterschied. Aber für die Bodenbearbeitung flach, grober da und Scheibenengen, die tun sich nicht arg viel. Wie gesagt, flachgruber ein bisschen mehr Unkraut, ein bisschen weniger Steine. Genau wie bei den Scheibeneggen, aber ansonsten sind die da sehr ähnlich. So, das zu den Grubbern. Ach, guck mal, jetzt haben wir den gar nicht reingesetzt, ne? Sollten wir auch mal einmal benutzen, oder? Ja. Ja, man sieht das eigentlich auch sehr schön an der Textur hier, wenn man da also mit dem Grubber hier dann mal durchgefahren ist, dann bleiben immer noch so Reste von den Stoppeln halt sozusagen übrig. Ja. Ne, die sieht man noch, dieses wird nicht alles komplett umgegraben, sondern wie man ja da auch sehr schön sehen kann an der Animation, man zieht da einfach nur so ein Zinken einfach durch und dadurch wird die oberste Bodenschicht halt aufgelockert. Ja. Sieht wie schön aus, ne? Oh, so. Also das Durchziehen. Bodenbearbeitung. Das ist schon auch, ich finde, das hat so eine Faszination für sich. Das Pflügen sowieso, aber überhaupt Bodenbearbeitung, dass man dann, ja, dass es wirklich so aussieht, als würde man hier Erde hochholen. Das ist schon cool. Ja, ich meine, das ist natürlich auch im LS jetzt etwas, wo sich viel bewegt an der Stelle, ne? Also, und ich finde, das hat Giants auch sehr schön hingekriegt, dass man hier also wirklich sehen kann. Wenn man mal so einen Grubber in echt gesehen hat, dann kommt das dem schon sehr nahe. Also, das ist schon echt gut gemacht. Gut gelöst, ja. Welche Ausgabe? Und jetzt kommen ja auch noch die Klutten zwischen den Rädern dazu, ne? Die wir ja auch jetzt in den. Ja. Genau. So. Dann, bevor wir jetzt zu dem letzten Feld hier kommen, wo der Tiefenlockerer und der Steinesammler liegt, gucken wir uns vielleicht nochmal an, was an Kategorien sonst noch in der Bodenbearbeitung ist. Nicht, dass ihr uns nachher sagt, hey, warum habt ihr uns das nicht alles gezeigt? Da gibt es ja noch mehr. Es gibt die Kategorie der Kreiseleggen. Eine Kreiselegge ist auch tatsächlich so, arbeitet sehr bodennah. Hier gerade diese Horsch zum Beispiel gibt es in Kombination mit einer Sämaschine. Das heißt, sie bearbeitet vorher, das ist. Bearbeitet vorher so ein bisschen den Boden, damit man da noch so ein lockeres Saatbett hat. Aber im Prinzip greift sie auch nur so rein und dreht dann diese Zinken so ein bisschen, deswegen Kreiselegge. Und ja, macht dann da was in der. Also ich
Marc hat es auch gesagt, wir benutzen eigentlich Kreiselecken, wenn sie nicht direkt an der Sämaschine dranhängen, eher selten, beziehungsweise gar nicht im Landwirtschaftssimulator. Haben für mich im Moment auch keinen Vorteil oder irgendwas. Also ich behaupte, sie werden auch in diesem LS wieder liegen bleiben, oder? Es könnte jetzt sein, da müsste man jetzt mal direkt vergleichen. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich dann hier eine 6 Meter Kreiselegge schon mit 250 PS ziehen kann, dann komme ich wahrscheinlich wieder als Alternative auch zum Grubber oder so da irgendwo hin, ne? Ja. Aber also ich persönlich muss sagen, ich kenne die Kreiseleggen nicht als erstes Bearbeitungsgerät von einem Stoppelfeld. Also ich kenne sie wirklich nur vor einer Sämaschine, um das geflügte Feld noch mal ein bisschen feinkörniger zu machen. Und deswegen, aus dem Grund widerstrebt es mich eigentlich, mit einer Kreiselegge was Stoppelfeld zu fahren. Aber Das ist so. hier im LS sind sie aber so angegeben als Alternative zum Grubber. Also von daher kann man die auch benutzen, um anstatt das Feld zu grubbern. Ja. Und diese Kombination, die erste natürlich die Horsch mit der Sämaschine, dann mache ich natürlich da direkt wieder, ja, eigentlich eine Direktsaatmaschine raus, ne? Also habe dann meine Ja. Kreiselegge, mit der ich das Saatbett bereite und ziehe gleich die Sämaschine hinterher und bin in einem Arbeitsgang dann fertig. In der Theorie ist das so, aber ich glaube tatsächlich in der Praxis im LS funktioniert das gar nicht. Dass du mit einer Kreiselegesämaschine sofort aufs Feld kannst. Das habe ich schon mal ausprobiert. Irgendwie hat es, ob das jetzt im 25er funktioniert, weiß ich nicht, aber im 22er ging das auch nur mit Mods. Okay, wir testen es. Wir werden es ausprobieren. Genau. Dann haben wir noch die Kategorie der Mulcher. Das steht auch hier drin. Mulcher dienen dazu, die Stoppeln zu verkleinern. Zerkleiner, Entschuldigung. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine deutlich größere Auswahl. Das Ding ist, dass Mulchen, ich glaube, nach Mais auf jeden Fall nötig ist, um den Ertrag vom Feld auch herzustellen, den vollen. Ne? War das so? Muss da gerade mal nachschauen, aber kann ich jetzt so gar nicht sagen. Mulchen. Ja, also das ist nicht viel, was der Mulcher ausmacht, aber es sind eben 1, 2%. Wenn ihr so also 100% Ertragsbonus haben wollt, dann gehört das Mulchen auch dazu. Und jetzt mit einem 12,2 Meter Mulcher, tatsächlich hier von Horsch, fand ich jetzt auch ganz spannend, dass es dieses Gerät jetzt so dabei gibt. Das sieht irgendwie gar nicht nach Grubber, nach Mulcher aus, sondern eher nach ja, Triegelgrubber oder so. Ja, das sind aber vorne diese Walzen mit den ja, Messern dran, sozusagen Ja, so Messerwalzen, ne? ein Die bisschen dann natürlich da die aufarbeiten, Stoppeln klein kleiner. machen Ja. und das dann da ist natürlich, ich sag mal, in der Realität, gerade wenn ich danach mit einer Direktsaatmaschine da drüber gehen will, ist es natürlich besser, wenn ich zerkleinerte Stoppeln auf dem Feld habe und nicht diese langen Stoppeln, die nach dem Ernten dann übrig geblieben sind, ne? Genau, dafür lohnt sich das dann auf jeden Fall, ja. Ja, das dazu. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Den Rest haben wir ja schon gesehen in der Bodenbearbeitung. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir vielleicht nochmal mit dem Tiefenlockerer ein. Magst du den nochmal hier durch den Boden ziehen, so lange? Ja, gerne doch. Also gerade Tiefenlockerer, das seht ihr auch schon an den Zinken, das sind halt richtig tiefe Eingriffe in den Boden. Und das ergibt die Animation gar nicht so sehr. Könnte ruhig ein bisschen mehr Tamtam machen, aber das tut sie nicht. Und Tiefenlockern bringt auch nur kleine Steine hervor, weil sie nicht wie die Spatenmaschine das nach oben hebt, sondern im Prinzip durch den Boden zieht. Also da kommt dann eben nicht so viel nach oben, deswegen sieht man das hier auch. Es ist gar nicht so viel Bewegung halt da, Ja. ne? Weil halt die eigentliche Auflockerung, wie der Name schon sagt, passiert halt in der Tiefe. Ja, also im Und Prinzip ist das wie ein Grubber, der einfach nur viel tiefer arbeitet. ja, richtig. Ist aber auch eine Alternative halt zum Pflügen. Also zählt Ja. als Pflügen. Wenn man jetzt also zum Beispiel nach den Erdfrüchten das Feld bearbeiten will, dann kann man auch den Tiefenlockerer dafür Ja. nutzen. Und auch der sagt, es gibt kein Unkraut.
Genau. Und das ist auch dieser Punkt, das hatte ich gesagt, Realitätsnähe, natürlich würde es hier auch Unkraut geben, weil es eben nicht so einen tiefen, so einen umwerfenden Eingriff in den Boden gibt. Ne? Der zieht ja nicht alles auf links, aber gut, das sollen andere beurteilen, bewerten. Wir zeigen euch, was geht und was es eben für einen Effekt hat. So, jetzt sind wir hier mit dem Steinesammler unterwegs. Ihr seht, auch der macht nochmal eine kleine Bodenbearbeitung. Er muss hier irgendwie die Steine aufklauben. Das heißt also, da passiert was. Und ihr seht es auch schon, der Mark hat hier einen entsprechend kleinen Traktor gewählt. Der Steinesammler braucht nicht so viel Power. Da muss diese Auflesevorrichtung muss arbeiten. Es wird ein bisschen Erde umgehoben hierbei. Und der ist mit 15 km/h auch relativ schnell unterwegs. So, und da ist es dann tatsächlich auch egal. Wir fahren gleich auch nochmal rüber. Setze ich mal hier an. Das sieht jetzt zwar nicht so sauber aus, aber wir fahren gleich nochmal rüber. Dann werden wir die großen Steine auch nochmal eben aufheben. Und auch da wird dann die Bodentextur aufgrund der Arbeit, die ich hiermit durchführe, verändert. Und dann fahren wir mal eben rüber zu der Spatenmaschine, da kommen ja die größten Steine raus. Ne? Genau, die Steine sind auch nicht, also das ist jetzt nicht einfach nur just for fun sozusagen, sondern die Steine kann ich auch nachher noch verkaufen. Oder halt, wenn ich jetzt eine entsprechende Produktion habe, die weiterverarbeiten. Oftmals wird daraus Kalk gewonnen oder so etwas in der Richtung. Genau. Also, ich weiß gar nicht, ob es das in der Standard-Variante gibt. Ich glaube, das mit dem Kalk haben sich irgendwann mal Modder ausgedacht, ne? Weil eigentlich sind das ja auch keine Kalksteine. Aber natürlich haben sich einige gedacht, man müsste irgendwas damit tun mit den Steinen. Und dann gab es da entsprechende Mods, um das aufzubereiten. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwas gibt, wo was man mit den Steinen machen kann. Ja, hier auf der Karte gibt es sogar, es gibt das Zementwerk. Ah ja, das Und ist wirklich gut und clever. genau, da kann ich Betonziegeln, Dachplatten oder Zementsäcke erstellen Na ja, guck mit mal, den das ist ja Steinen. wieder cool. So, und jetzt sind wir bei der Flugtextur hier. Können wir dann mit dieser Bodenbearbeitung, auch das seht ihr, dann wird das hier nochmal glatt gezogen und dann ist es eben mit dem Steinsammeln auch wieder cool, wenn man dann auch für die Bodenverdichtung ein bisschen gesorgt hat, dass es eben nicht so erosionsanfällig ist durch die Bräuchen. Aber wie gesagt, das hat keinen Einfluss, Erosion oder nicht, gibt es im LS25 so derzeit noch nicht. Ja, das zum Thema Bodenbearbeitung. Da haben wir, glaube ich, jetzt alles wirklich sehr kleinschrittig erzählt. Wie ihr euren Boden bearbeitet, mit welchen Geräten ihr das macht, das bleibt natürlich völlig euch überlassen. Ob ihr mit Steinesammeln arbeitet oder ohne, könnt ihr frei entscheiden. Ich weiß, im letzten LS ist das sehr viel deaktiviert worden. Auch ich habe das deaktiviert, weil ich irgendwann fand die Idee ganz lustig, aber nachher hatte ich da keine Lust mehr drauf. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Was macht ihr damit? Werdet ihr das anlassen? Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Und an der Stelle sage ich danke, Marc, für die Vorbereitung. Gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr kein Tutorial mehr verpassen wollt, dann aktiviert gerne unten abonnieren und die Glocke. Das ist kostenlos und ihr werdet einfach beim nächsten Mal informiert, sobald ein Tutorial wieder erscheint. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal alles Gute, bye bye und ade.